Der Brunmatt-Inhalator ist die einfachste und effektivste Methode der Inhalation. Bereits schon seit über 10 Jahren sammeln wir damit Erfahrungen und haben den Inhalator an zahlreiche Leute mit sehr viel Erfolg weiterempfohlen. Stellt euch vor, ihr seid zu Hause und etwas erkältet. Ich habe die Lösung dagegen. Unser Brunmatt-Inhalator. Der funktioniert ganz einfach. Ihr nehmt das Brunmatt-Inhalationsöl, gebt oben in die Öffnung einige Tropfen, so 5 bis 10 Stück. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen Öl drin. Und danach muss man nur noch dadurch einatmen. Wir atmen hier durch den Schnabel. Die Luft geht oben in die Öffnung, geht dann durch das Steigrohr hinab, durch das ätherische Öl durch und dann bilden sich ganz feine Aerosole. Und diese atmen wir dann ein, die gehen dann sehr tief bis in die feinsten Bronchien und wirken dort schleimlösend, befreiend, wir können wieder besser durchatmen und natürlich entzündungshemmend, antibakteriell, sowie auch gegen die ganzen Viren und Keime, denn die ätherischen Öle sind ja bekannt dafür. Ich zeige es euch jetzt vor. Ihr hört es, es blubbert ein bisschen, dann lässt man die Luft ausweilen, hier tief in den Bronchien und dann ausatmen. Ich mache es nochmal. Das kann man dann so 5 bis 10 Minuten machen am Stück und das bis zu 3-mal täglich. Einfach bis die Atemwege befreit sind. Ihr könnt natürlich auch durch die Nase einatmen. Da muss man einfach ein Nasenloch schließen mit einem Finger. Kann man entweder dann durch die Nase oder den Mund ausatmen. Das hilft dann super, zum Beispiel, wenn die Stirnhöhlen oder die Kieferhöhlen entzündet sind, also wenn man eine Sinusitis hat oder bei einem Schnupfen, da braucht man kein Nasenspray mehr, weil man bringt es mit dem Inhalator super gut frei. Die restlichen Informationen kriegt ihr jetzt noch im Theorieteil des Videos. Der Inhalator eignet sich zur direkten Inhalation. Ganz einfach Öl rein, an die Nase, an den Mund halten, einatmen, das Öl ein bisschen wirken lassen und dann wieder ausatmen. Das Öl ist bereits schon ab 6 Jahren einsetzbar und damit auch super gut geeignet für Familien. Der Inhalator benötigt kein Wasser, kein mühsames Erhitzen, denn die ätherischen Öle sind sowieso hitzeempfindlich und sollten nicht zu stark erhitzt werden. Weiter braucht er auch keinen Strom und keinen Akku. Er benötigt auch keine tägliche Reinigung und man muss ihn auch nicht immer leeren. Er ist nebenbei anwendbar, das finde ich der beste Punkt. Man kann einfach nebenbei beim Buch lesen, beim Fernsehschauen, inhalieren. Super praktisch. Weiter ist es sogar noch die günstigste Therapie auf die Dauer, denn das Öl ist sehr sparsam. Zu den Anwendungsgebieten, das sind natürlich die ganzen Erkältungssymptome auf den Atemwegen. Zum Beispiel diese sogenannten Atemwegskatarre. Dann auch die Stirnhöhlenentzündung Sinusitis. Die haben gerade in den letzten 2 Jahren sehr stark zugenommen. Beim Schnupfen kriegt man die verstopfte Nase sehr schnell frei. Husten kann man behandeln, akut oder auch chronisch. Das Öl enthält auch reizmildernde Öle, wodurch man es bei einem Reizhusten wie auch bei einem produktiven, verschleimten Husten einsetzen kann. Wir haben auch sehr viel gute Erfahrungen gesammelt, unterstützend bei Asthma und Heuschnupfen. Die Anwendung des Öls. Es ist eine Mischung aus Kaschiput und Eukalyptus radiata, der milde Eukalyptus. Darum ist es auch bereits ab 6 Jahren einsetzbar. Einfach Leute, die allergisch reagieren auf die Allergene Geraniol, Linalol, Limonene und Citral, sollten das Öl nicht einsetzen. Ansonsten benutzt man 5 bis 10 Tropfen, gibt es in den Inhalator und das wäre es schon. Bei Bedarf einfach nachgeben und nach maximum 2 Wochen sollte man das Öl dann ausspülen und ersetzen.
Dazu gibt man einfach etwas neutralen Alkohol oben in den Inhalator rein, schwenkt ein bisschen und lässt dann das Ganze über den Schnabel wieder aus. Etwa 5 bis 10 Tropfen kann man auch benutzen für ein Vollbad. Dazu das Öl einfach mit etwas Rahm vermischen und dann hat man ein wohltuendes Wellness-Erkältungsbad. Ich mache das sehr gerne und für die, die zu Hause noch eine Badewanne haben, sehr zu empfehlen. Gerade finde ich das super, wenn sich langsam eine Erkältung anbahnt, dann kann man bereits schon sehr viel wettmachen, gerade wenn man noch dazu inhaliert. Habt ihr Lust auf mehr Wissen über Heilpflanzen? Besucht unsere Homepage heilpflanzenschule.ch. Es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ich euch mal auf dem Brummathof an einem Seminar begrüßen dürfte. Die Produkte findet ihr natürlich auf dem Webshop brummatdrogerie.ch. Ich danke für euer Interesse und das aufmerksame Zuhören. Euer Samuel Zumbühl, der Drogist von der Heilpflanzenschule Brummathof.